Und was sich jetzt abzeichnet, ist, die WHO möchte einen neuen WHO-Pakt und International Health Regulations, Gesundheitsregularien, möchte sie ändern. Dahingehend, dass der Generaldirektor der WHO weitreichende Befugnisse hat, dass er die Befugnisse aufoktroyieren kann den Staaten, die Befugnisse der Staaten, also auch der Schweiz, würden ausgehebelt werden. Er kann sagen, wann ist eine Pandemie und wann nicht. Es gibt keine Checks and Balances. Er kann sagen, wie wird behandelt. Er kann sagen, es gibt keine monoklonalen Antikörper, es wird geimpft, es gibt einen Impfzwang, das muss durchgesetzt werden. Er kann sagen, welche Medikamente wo entwickelt werden, wann sie auf den Markt kommen, wo, zu welchem Preis. Schließt langfristige Verträge ab mit der Pharmaindustrie, die haben natürlich ein Interesse daran. Er kann auch über One Health, das ist auch so ein Kolchose-ähnliches Konstrukt, kann er die Agrarwirtschaft und die Ernährung beeinflussen, also zum Beispiel der Fleischkonsum kann eingesetzt werden. Da müssen wir aber nicht so weit gehen, das beginnt ja der Bund auch schon bei uns, will uns sagen, ob wir Fleisch essen, wann ja, wie viel, das geht überhaupt nicht. Und dann eben dieser Code für Nichtgeimpfte und die EU prescht bereits vor mit einem Gesundheitspass, und das in Absprache mit der WHO.